Dieses Video beschreibt den App-Zugriff auf die Mini-WLAN-Kamera. Zunächst einmal holen wir die Kamera aus ihrer Verpackung heraus. Da ist auch das USB-Kabel, das Netzteil und natürlich der Akku. Akku und Kamera werden verbunden. Dann sollte man in der Regel zuerst einmal ein Reset durchführen, denn die Kamera versucht sich mit einem bestehenden WLAN, dessen Daten sie ja noch nicht hat, zu verbinden. Und führt man den Reset durch, baut sie erstmal ihr eigenes WLAN auf, in das wir uns dann mit einem Smartphone oder Tablet einwählen können. Öffnen Sie also die WLAN-Einstellungen an Ihrem Smartphone und wählen Sie das WLAN der Kamera aus. Es handelt sich um eine lange Zeichenkette. Dann können Sie in der App iMinicam die Kamera hinzufügen und sehen das Live-Bild. Mit Klick auf das Zahnrad erhalten Sie die Einstellungen der Kamera. So kann zum Beispiel die SD-Kartenaufnahme konfiguriert werden. Erwerben Sie das Produkt auf www.alarm.de.